Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Amnesia, Mashup for Picks. Ich habe mal den V-Sync ausgestellt, das heißt, eventuell hören die Lags jetzt auf, das werden wir sehen. Wir sind gerade auf dem Weg und. Doch, jetzt hat er von hier wieder angefangen, ernsthaft. Ach doch, ist richtig, Entschuldigung. Ist vollkommen richtig. Gehen mal diesen merkwürdigen Kratzschrei, was auch immer, Geräuschen hinterher. Mal gucken, was sich finden lässt. Ja. Da hinten haben wir wieder einen Brennofen. Okay. Mit der Nummer 1. Boah, sogar geil übersetzt. Wie cool ist das denn? Steht sogar eine 1. Okay. Können wir nicht öffnen, da verbrennt gerade irgendwas drin, was man nicht wirklich sehen kann. Holz. Oder sowas. Wissen wir nicht. Kennen wir nicht. Keine Ahnung. Und ich krieg jetzt schon Ausraster, weil irgendeine kleine Fliege um mich herum fliegt. Egal. Du wirst sterben, wenn du das weiter tust. Das ist nur als kleiner. Was steht da? Piston Control Room. Okay. Hier ist Brennofen Nummer 2 und der ist offen. Und da sind zwei Brocken drin, die wir bewegen können. Heißt das so viel wie. Jetzt. Okay, jetzt verbrennen wir die auch. Okay, verbrennen wir die einfach mal. Ja, hier sind noch mehr Brocken. Vielleicht hätte ich da noch mehr reintun müssen. Oder ist es jetzt auf Zeit? Hoppala. Was habe ich getan? Wir gehen mal in den Piston Control Room gucken. Ja. Geräusche, Geräusche. Scheiß auf Geräusche. Was haben wir hier? Eine Anzeige. Kein Druck, kein Druck, kein Druck. Okay. Stopp, Glutöffnungen gefüllt. Stopp, Glutöfen gefüllt. Ah, das heißt, wir müssen jetzt überprüfen, ob alle Öfen Glut haben. Also, ja. Um dann. Aha, der hat nämlich keine. Hahaha. Okay. Tun wir mal diese Brocken hier rein. Ich glaube, zwei müssten noch bestimmt reichen. Und mein Spiel hängt sich auf. Doch nicht. Vielen Dank, Spiel. Nett von dir. So, reichen zwei. So, machen wir das mal wieder zu. Und fackeln das auch an. Ob das jetzt zu früh ist, ist natürlich die Frage. Was ist in 5? 5 und 6 sind hier hinten. Das war 3, aber wo ist 4? 4 müsste dann auf der. Da ist 4. Okay, was haben wir denn hier? Das brennt. Und hier ist sogar noch Kohle vor. Eventuell müssen wir die Kohle mitnehmen, das werden wir gleich testen. Gehen wir erstmal und gucken nach 5 und 6 und nach unserem Schwein, wenn unser Schweinchen hier sein sollte. Schweinchen. Ich glaube, ich nenne ihn Mr. Pets. Mr. Pets ist gut. Scheiß Fliege. Mr. Pets. So, 5 brennt auch. Hat sogar auch noch Kohle hier liegen. Okay, das Tor ist zu. Da sagt er uns auch schon wieder irgendwas. Von wegen, ich kann hier nicht durch. Ich sollte vielleicht die Brennöfen brennen lassen. Oder sowas. Wo ist Nummer? Ich will immer da 2 reintun. Wo ist hier Nummer 2? Hier gibt es doch wohl noch ein zweites Stück, oder nicht? Ja, da. Ich will auf jeden Fall immer 2 Stücke reintun, damit das vielleicht länger hält oder so. Keine Ahnung. Weil ich es kann. Ja? Weil ich es kann. 2 Stücke. Zu mit der Tür Nummer 6. Und auch das brennen lassen. Diese Geräusche sind alle ein bisschen creepy, aber das ist okay. Wir gehen zurück in den Control Room. Mit der Schweinemaske. Hallöchen, Schweinemasken. Und gucken mal, was uns das hier zu sagen hat. Ah, Druck ist völlig da. Das ist ja schön. Dann aktivieren wir mal Hebel Nummer 1. Aktivieren Hebel Nummer 2. Hebel Nummer 3 und das Licht geht aus. Sollen wir jetzt hier durchgehen? Irgendwie hat der Raum jetzt eine ganz andere Leck. Mein Gott, ich hab doch den V. Können wir den Lecks wollen wir gerade nicht aufhören, ist egal. Scheiß drauf.
Hat der Raum jetzt irgendwie eine andere Art von Bedeutung? Und das Tor ist ein Stück weit offen. Fein, fein. Dann gehen wir doch mal weit. Alter. Gehen wir doch mal weiter nach unten. Ich glaube, wir sind eingeschlossen, wenn ich das richtig. Ja, natürlich sind wir eingeschlossen. Okay. Wo sind wir denn hier? Das Schöne ist, das Spiel hat einen Horror an Maschinen. Also im Sinne von. Maschinen sind gruselig. Das kann man so sagen. Maschinen sind gruselig. Aus dem einfachen Grund, dass Maschinen. Ja, das war klar, dass wir uns wieder einsperren. Dankeschön. Und ich glaube, nach diesem Part muss ich auf Fliegen-Mordjagd gehen. Bin mir da ziemlich sicher. Ach, jetzt flackert mein Licht wieder so toll. Super Lampe. Hab dich auch lieb. Ach, das fängt an zu flackern, wenn ich einen Gegner sehe. Ahahaha. Hallöchen. Hallö. Bist du noch da? Tötest du mich jetzt? Tötet es mich? Wo ist es? Ich mag es nicht, dass es hier in diesem Raum ist. Muss ich jetzt hier irgendwie durch? Ohne, dass es mich tötet? Ja, es ist da hinten. Ich sehe, also, mein Licht sieht es. Ja, ja, ist es. Ich bin gar nicht da. Du hörst mich nicht, du siehst mich nicht. Und jetzt ist es so dunkel, dass ich keine Ahnung habe, ob das Ding gerade auf mich ist. Es kommt auf mich zu. Hallöchen, ich bin dann mal weg. Oh, fuck, ich glaube, es will mich töten, es wird mich töten. Ja, ich komme hier nicht weg. Hi, Schweinchen, und es. Ja, Schlag Nummer 1. Ich lebe noch. Schlag Nummer 2, ich lebe noch. Scheiß mal. Okay, zwei Schläge halten auf jeden Fall schon mal auf. Das ist ja auch gut zu wissen. Ich meine, es ist doch gut zu wissen, wie viel wir überleben. Ich renne einfach hier irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber es ist okay. Ich will nicht sterben. Also ich will ungern sterben. Aber ich scheine dem Schwein entkommen zu sein. Jetzt flackert hier wieder irgendein scheiß Licht. Ah! Ah, fuck, Schwein! Warum bist du denn da? Och, Schwänchen. Was muss ich denn machen? Sag mir, was ich tun soll, damit ich das machen kann. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Und renn gleich sowas von in ein Schwein rein. Ich schwöre es euch. Ja, ich hab mich derbe verlaufen. Ich hab keine Ahnung, wo vorne und wo hinten ist. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß nur, dass hier irgendwo mindestens ein Schwein rumläuft. Und mich töten will. Und mich schon zweimal angegriffen hat. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Jo. Ach, hier kommen wir her. Haha. Spannend. Cool. Okay. Von da kommen wir. Ich versuche mir jetzt irgendwie einen Überblick zu verschaffen, ohne da dem Schwein zu begegnen. Ja, gute Frage. Wie mache ich mir jetzt hier einen Überblick? Und was muss ich tun? Was muss ich tun? Da ist das Schwein, okay. Ja, ich bin ja gar nicht da. Gibt es jetzt ein oder zwei Schweine? Läuft es mir noch hinterher? Keine Ahnung. Ich würde gerne. Ich würde gerne irgendwo hin. Das ist doch zum Kotzen. Hier sieht's fremd aus. Als wäre ich hier noch nicht gewesen. Tatsächlich. Ha, neuer Weg eröffnet sich. Wunderschön. Weg von dem Schwein. Okay, wir haben mehrere Nachrichten, glaube ich, zu lesen. Hui, wir haben das Schwein überlebt. Lillys Arme sind aus Stahl, Lillys Arme sind so sind still. Die Kolben sind still, das Werk ruht. Ich fürchte, ein Stich in Hornissennest ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg frei zu machen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben. Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch. Dass ständige Überschwemmungsgefahr besteht, verwundert nicht, wenn wir befinden uns nahe der Themse.
Die Themse ist in London? Moment mal, hier ist irgendwas falsch. Feuer und Stahl. Die... Moment, ist die Themse nicht ein... Egal. Die Feuer werden geschürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselbe ist. Und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuersystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuersystem zu finden, sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt es Saboteur, gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Und der Abstieg geht weiter. Was hat diese finstere Stimme aufgetragen? Hat mir diese finstere Stimme aufgetragen. Unter die Kolben, in die Tunnel und zu den Bildbege pumpen. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihnen nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren. Dieses Schnüffeln, dieses Schlürfen der Schritte hinter, unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Ja, nice. Schön. Dankeschön. Jetzt sind wir in einer Art... Jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht zurück. Das ist schon mal okay. Vollkommen in Ordnung. Jetzt geht links lang oder rechts lang und ich bin für... Weiß ich nicht. Verbindung X-Lager. Gefahr, kein offenes Feuer. Das ist auch abgeschlossen. Wir befinden uns immer noch hier drin. Und da haben wir noch eine Notiz. Ja, macht die Texte ruhig noch länger. 30. April 1899. Die Kiste traf heute Morgen ein und ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglückliche barbarische Operation ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man versucht, anstelle seinen krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht und ich vermute, dass mein Großonkel schuld an seinem seltsamen Zustand ist. Moment, Kugel der Macht, war das nicht Amnesia Dracliesand? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Es ist also möglich. Wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalitäten verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark, schnell satt wird. Also ein Schwein. Grund. So, kann ich hier rein, wenn ich die Lampe ausmache? Nö. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann können wir nur nach dort hinten diesen finsteren Gang entlang. Und ich schaue mal eben auf die Uhr und sehe, okay. Okay, wir gehen einfach weiter. Ich meine, wir kommen hier eh nirgendwo hoch. Also wenn uns jetzt irgendwas entgegenkommt, soll das ruhig, weil wir kommen hier eh nicht weg. Ja, flacker ruhig. Was ist das hier? Ah, eine Art Aufzugsschacht, mit dem wir wahrscheinlich nach oben kommen. Und wir kommen hier nirgendwo anders weiter, außer dieser Aufzugsschacht. Okay. Okay, eine... Na, Cutscene will ich es nicht nennen. Im Nest der Eier. In der Fabrik ist es jetzt still. Er stolpert die Gasse entlang. Er hat einen Schraubenschlüssel locker in der Hand, von dem Öl und Fett herabtropfen. Im Halbdunkeln sieht es wie Blut aus. Willst du den Mechaniker jetzt als blutrünstiges Monster erstellen? Geh mal in eine Kfz-Werkstatt, das ist genauso schlimm. Nun gut. Wo sind wir jetzt? Hier. Keine Ahnung. Wunderschön, dass wenn man nicht weiß, wo die Tür aufgehen wird. Ich glaube, irgendwas will hier rein. Ja, bitte. Oder irgendwas hat dafür gesorgt, dass ich einen Abgang mache. Who knows? Aber wir leben noch. Immerhin. Ist auch schon mal was wert. Ich würde gerne diese Klappe aufmachen. Hallöchen. Klopf, klopf, jemand.
Ein Täterbonus, klar. Klopf, klopf, ist jemand da, wollte ich sagen. So. Ja, das erinnert mich gerade ein bisschen an Heavy Rain. So von wegen, das Hochwasser steigt, beeil dich lieber. Klingt alias Heavy Rain von wegen, ja, Sabotage. Lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweitkampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden, und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über den grausamen und unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge. Beseitige die Überschwemmung. Befreie deine Kinder. Hat er gerade mit sich selbst in dritter Person gesprochen? Von wegen, befreie deine Kinder? Merkst du was? Was zum Teufel soll der Sinn dieser Lampe sein? Moment. Man kann die doch nicht umsonst bewegen. Verarsch mich nicht. Hier passiert irgendwas, wenn ich irgendwas anstrahle oder so. Irgendwie ein Text oder so eine geheime Schrift oder irgendwas. Oder enttäuscht mich jetzt Lampe? Enttäuscht mich. Was ist das denn? Ne, Lampe enttäuscht mich. Verschlossen. Okay. Was haben wir denn hier? 15. Juli 1899. Die Texte werden übrigens immer mehr. Ich weiß nicht, was das... Egal. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Jedoch. Dies wäre unfreundlich. Unerfreulich, Entschuldigung. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennburg-Vitae-Infusion und einem Teil Orgon-Monaden-Dispersflüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Natürlich, Spiel, sag mir genau, was ich tun soll. Ich soll eine Mischung finden, die auf dieses Schloss auftragen, dann die Lampe darauf richten und es macht... Ja, okay, alles klar. Das ist ja sehr schwer zu interpretieren. Was merkwürdig, dass diese Texte immer genau daneben stehen. Ich meine, es ist ja wirklich... Man muss ja gar nichts in diesem Spiel hier irgendwie selbst herausfinden. Ist ja fast schlimmer als das mit dem Tankfass da. Was ist... Das war ja auch schon... sehr bedenklich. Ja, egal. So, was haben wir denn hier? Aha. Okay, hier geht's lang. Hier geht's lang. Was, kann ich das aufmachen? Das sieht so aus, als könnte ich es aufmachen, kann ich aber nicht. Okay. So, hier ist was drin. Aha. Das heißt, ich muss jetzt beide Subjekte finden. Wahrscheinlich ist eins hier. Käfige. Oho. Nee, da will ich nicht hin. Niedrigtemperaturanlagen. Gehen wir zuerst zu den Niedrigtemperaturanlagen. So, und hier werden wir jetzt... Ein Schwein. Hallöchen, Schwein. Das war nur Einbildung. Alles klar. Niedrigtemperaturanlagen. Hallo? Das gefällt mir jetzt... nur... suboptimal. Aber gut, egal. Was haben wir denn hier? Eine Warnung! Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem... Das klingt falsch. Vorne und hinten. Und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze. Und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagt er. Und ich trank es wegen der Veränderung, die mein Inneres von außen kehren. Nach außen kehren. Niese ich meine Zähne raus und die Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viel, wie ich kann und schreibe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Trink es, sagt er.
Es wird gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat auch getrunken. Er hat es unter die Decke gerecht. Hä, gerecht? Und ich hörte, wie es trank. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Frag mal Frauen, aber gut. Wir machen hier beim nächsten Part weiter. Bis dahin, viel Spaß in den Videos, euer Hedi.